In Israel haben gestern Nacht tausende Menschen gegen die Regierung Netanjahu protestiert. Es gab zahlreiche Festnahmen. Die Demonstranten kritisierten die hohe Arbeitslosigkeit, vor allem aber Fehler im Umgang mit der Corona-Pandemie. Das Land leidet unter einer schweren Wirtschaftskrise. Die Johns Hopkins Universität hat bislang etwa 61.000 Corona-Infektionen in Israel registriert. Mehr als 460 Menschen starben an dem Virus. Netanjahu, deine Zeit ist abgelaufen, geh ins Gefängnis. Seit Wochen demonstrieren in Jerusalem und Tel Aviv Tausende gegen die Regierung. Premier Netanjahu steht von mehreren Seiten unter Druck. Er muss sich wegen Korruption vor Gericht verantworten. Gleichzeitig leidet Israel unter einer Wirtschaftskrise und der zweiten Corona-Welle. Die Arbeitslosigkeit liegt bei rund 20%, die Zahl der täglichen Neuinfektionen bei 1.500. Also wir haben das nie für möglich gehalten, dass die Regierung, die Führung dieses Landes die Leute einfach im Stich gelassen hat. Das ist eine größte Krise dieses Landes, also das politische System nur als schwach sich zeigt. Die Regierung hat eingeräumt, die zweite Corona-Welle durch vorschnelle Lockerungen mitverursacht zu haben. Jetzt kann sie sich nicht entscheiden, wie sie die Infektionszahlen zurückdrängt, ohne die Wirtschaft weiter zu schwächen. So hieß es zunächst, Restaurants und Strände sollten übers Wochenende schließen, dann durften sie doch geöffnet bleiben. Man weiß nicht mehr, was man glauben soll. Sonst ist unser Volk ja gespalten in politisch Rechte und Linke, Religiöse und Säkulare. Aber die Angst um die Wirtschaft und vor Corona eint alle. Netanjahu zeigt für die Demonstranten kein Verständnis. Ihr seid verantwortlich für die Ausbreitung von Gewalt, Anarchie und Krankheiten im Land. Und er lässt hart durchgreifen, bringt damit noch mehr gegen sich auf. Ich habe für dieses Land so viel Geleistetes mit aufgebaut. Jetzt soll ich plötzlich ein Feind sein? Von wem? Von Benjamin Netanjahu? Für die kommenden Tage sind weitere Demonstrationen angekündigt.